whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute oder dieses Mal habe ich Ihnen einen besonderen Single Malt Whisky mitgebracht, und zwar den Long Row. Nicht sehr bekannt, es gibt auch keine Brennerei dieses Namens, sondern dieser Single Malt Whisky wird bei der Brennerei Springbank auf der Halbinsel Kintyre in der Stadt Campbelltown hergestellt. Und die Stadt Campbelltown liegt nun zwischen den Lowlands im Osten und der Insel Isla im Westen. Und so mittendrin hat sich die Brennerei Springbank auf die Fahne geschrieben, unterschiedliche Single Malt Whiskys herzustellen. Und zwar vom normalen Springbank, wo ich mal hier den 10-Jährigen vorgestellt habe, aber auch den 15-Jährigen. Und da habe ich auch schon ein bisschen was über diesen Long Row gesagt. Und Springbank hat zu diesem Zwecke drei Brennblasen, eine Wash Still, eine Intermediate Still und eine Spirit Still, und brennt, kann also dreimal brennen. Und für den Springbank wird 2,5-mal gebrannt. Das heißt, man mischt den Output von dem zweiten und dem dritten Brand zusammen. Für diesen Long Row wird nur 2-mal gebrannt, ganz wie es in den Highlands und auf der Insel Islay üblich ist. Und für den Hazelburn, den dritten im Bunde, wird 3-mal gebrannt, wie es früher in den Lowlands so üblich war. So hat man also eine sehr schöne Möglichkeit, damit zu spielen. Und der Long Row ist also nun der extrem rauchige, und der wird, da wird das Malz die gesamte Darzeit über Torffeuer gedarrt. Und hier oben habe ich Ihnen den Kiln oder die Feuerung des Kilns von der Brennerei Springbank einmal angezeigt. So, damit man diese drei Expressions der Brennerei auch mal probieren kann, gibt es ein schönes Sortiment, zumindest jetzt im Jahr 2010. Und da ist der Hazelburn, also der Lowland-typische, ohne Rauch dreimal gebrannt. Der Springbank drin, der also 2,5-mal gebrannt wird, Mischung zwischen zweiter und dritter Destillation. Und der Long Row, der nur 2-mal gebrannt wird, der kräftigste und zugleich auch noch der rauchigste. Springbank hat auch eine ganz leichte Rauchkomponente drin. So, jetzt heißen diese drei, sind die Einstiegsmalls aus dieser Brennerei, und die heißen jetzt CV, steht da groß drauf, CV. Und früher hat man dazu gesagt Chairman's Vat. Und das war nicht richtig, die offizielle Übersetzung der Brennerei, wie geht jetzt dieses Ding auf, heißt Curriculum Vitae, und das bedeutet auf Englisch Lebenslauf. Das soll jetzt vielleicht den Lebenslauf der ganzen Brennerei oder was weiß ich sagen, oder den Lebenslauf des Brennereimeisters oder. Chairman's Vat hat sich für mich viel besser übersetzt oder in lang ausgesprochen, so endlich habe ich es geschafft. Aber nun heißt es Curriculum Vitae. Es ist der Einsteiger-Single Malt ohne Altersangabe, und ich vermute mal so, dass wir hier einen relativ jungen, 6-7 Jahre alten Single Malt haben. Was man dazu sagen muss, der Long Row wird nicht regelmäßig bei Springbank gebrannt, sondern im Prinzip nur einmal pro Jahr. Und damit ist die Menge, die Sie von diesem rauchigen Single Malt herstellen, begrenzt. Und so gibt es vom 10-Jährigen und vom 14-Jährigen vergleichsweise geringe Mengen auf dem Markt, und das macht diese Flaschen auch sehr, sehr teuer. Der CV ist im Preis verträglich. Da man bei Springbank aber sehr, sehr viel Handarbeit hat oder verrichtet und nach alten Methoden melzt, darrt und dann auch produziert und sogar an der Brennerei abfüllt und nicht eine kostengünstige große Abfüllanlage sich gönnt, wo man die Sachen hinschickt in Dienstleistung, sind diese Single Malts halt vergleichsweise teuer, auch wenn sie jetzt relativ jung sind. So, diese kleinen Flaschen, 0,2 Liter, ist für mich persönlich genau die richtige Menge, um ein Single Malt wirklich kennenzulernen. So eine 0,05 Liter Miniatur, 5 cl. Damit hat man so den ersten Eindruck, da kann man sich 2 Drams einschenken, dann kann man ordentlich dran probieren. Aber nicht jeden Tag schmeckt einem jeder Single Malt Whisky gleich. Und für den nächsten Tag hat man dann schon nichts mehr über. Oder man probiert nur einen Dram und spart sich den anderen dann für den nächsten Tag auf. Also 5 cl sind zu wenig. 10 cl, 0,1 Liter sind schon besser. Da gibt es auch manchmal Miniaturen von. Vergleichsweise selten.
Und diese Sortimente mit 0,2 Liter für mich geradezu ideal, um eine Single Malt kennenzulernen. Ach ja, der CV von Springbank hat eine, ich sage bewusst Springbank und nicht Longrow, hat eine große Vergangenheit. Da gab es einen CV vor, ach, bestimmt 15 Jahren von Springbank. Der hat eine große Berühmtheit erlangt. Da wurden Spitzenpreise später bei Sammlungen für bezahlt. Beim Longrow ist der CV erst relativ spät auf dem Markt erschienen, vielleicht so vor 5 Jahren, also um 2005. Vielleicht war es auch schon 2002. Die Zeit vergeht so schnell. Echt der Korken dran. Und schon am Korken auch wieder der Rauch zu spüren. Denn wenn man hier die volle Zeit über Torffeuer dart, dann kommt da schon eine Menge in diesem Single Malt an. 46 Volumenprozente, ungefärbt, nicht kühlgefiltert, naturbelassen, so wie man heutzutage Single Malt Whisky genießen möchte. Sehr, sehr rauchig. Und zwar bei Springbank oder bei Longrow, in der Brennerei Springbank ist es anders. Da dart man volle 48 Stunden, und zwar 48 Stunden über Torfrauch. Und das bringt schon eine Menge hier ran. Ich würde mal sagen, das sind 40, 45 ppm. Das ist vergleichbar zu einem Islay Single Malt von der Südküste. Der Torfrauch ist jetzt nicht medizinisch, ist nicht beißend. Der ist ein vergleichsweise sanfter Rauch. Und der lässt hinter dem Rauch auch noch andere Aromen durch. Bisschen süß, vielleicht etwas Vanille. Und dahinter ein bisschen eine Frucht, vielleicht eine leichte Zitrusfrucht. Man merkt, dieser Single Malt ist vergleichsweise jung. Das sind also Würze von der Eiche, dunkle Früchte, alles noch nicht vorhanden. Kräftiger Antritt. Jetzt ist die Würze da. Gewisse Schärfe, die aber sehr schnell verblasst. Toller Antritt auf der Zunge. Die Medizin ist da. Stück weit kommt jetzt auch eine Karamellsüße dazu. Und wenn man probiert hat, beginnt der Rauch zu verblassen. Und das Aroma des doppelt gebrannten Springbank vom Grundcharakter kommt jetzt durch. Man sagt diesem Single Malt einen langen Abgang nach, muss man getrennt sehen. Der eigentliche Abgang auf der Zunge ist nicht so lang. Der Rauch, das Wärmegefühl, das ist lang. Ja, ein Single Malt, der durchaus von der Insel Islay stammen könnte, oder sagen wir lieber Isla, wie die Ilach, die Eingeborenen dort sagen, aber von der altrenommierten Region Campbelltown stammt. Und ob Sie den nun in diesem Sortiment erwerben, wo Sie alle drei Single Malts des Brennerei Springbank kennenlernen können, oder ob Sie sich die gesamte Flasche gönnen, muss sich jeder selbst überlegen, wer rauchen Whisky mag. Das ist kein verkehrter. Er ist noch vergleichsweise jung, vergleichsweise eindimensional, aber mit einem tollen Torfrauch dabei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie im Shop nach dieser Flasche sich umschauen. Herzlichen Dank.